Ich bin Adrian Josef Margelis, 38, und ich bin Kreativdirektor in der Luxus- und Modeindustrie seit mehr als einer Dekade. Und ja, ich kreiere neben Brands und Produkten bewege ich mich auch als Berater im Lifestyle-Segment. Als 16-Jähriger hatte ich wie eine Eingebung, dass ich Modedesigner werde. Und alle haben gefunden, weil ich bin in einem sehr bodenständigen Umfeld im Oberwallis aufgewachsen und habe gar keine Beziehung zur Mode und zur Kunst gehabt. Aber es war wirklich wie eine Eingebung. Und, ich habe die Idee nicht mehr aus dem Kopf gelassen und hatte das Glück gehabt, dass meine Familie hinter mir gestanden ist und auch mein Bruder sehr stark mich unterstützt hat und mir das Studium finanziert hat. Ich glaube, es ist genau die Ruhe, die ich in dem Moment brauche. Rüder ist sicher ein sehr physischer Sport. Aber für mich auf dem Skiff, auf einem Einerboot, ist das ein mentaler Sport. Wenn ich am Morgen rauskomme, die Schwanfamilie wegfliegt und ich die Welt hier sehe und das Wasser und das Geräusch und dann auf meinem Boot meine Längen ziehe, dann ist das etwas sehr, sehr mental Befreiendes und etwas Gutes für meine körperliche Tüchtigung. Ich finde es absolut toll, die zwei Privilegien zu haben, vor allem hier in der schönen Schweiz. Ich liebe den See über alles und die Bilder hier sprechen eigentlich für sich. Und die Modewelt ist etwas Schnelllebiges, sehr pulsierendes und es hat auch so den Glamour-Touch, den man ein bisschen kennt, unsere Medien. Und ich finde das sensationell, aber nichtsdestotrotz finde ich den Gegenpol für mich sehr, sehr wichtig. Und ich bin ein Waag als Sternzeichen und ich glaube, die Balance spricht da für sich und deshalb die zwei Welten für mich sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann hier fertig bin, die Bootshauspforten schließe, dann weiss ich, im Kopf schalte ich langsam um. Der Switch 180 Grad auf die andere Seite und meistens geht es dann halt ab an den Flughafen irgendwo hin. Ich bin sehr oft unterwegs. Gestern vom Mailand zurück, heute auf Berlin weiter, morgen Abend Vogue Fashion Night Out in Berlin. Und ja, der Switch von diesen zwei Welten ist schon etwas, das man im Kopf kennen muss, aber mir sehr, sehr gut gelingt bis jetzt. Und jetzt sind wir gerade hier in einem feinen Restaurant am Zürichsee, im Fischers Fritz, und haben super leckere, frische Felchen aus dem Zürichsee gehabt. Und ja, wenn man so Kreise schliessen kann, morgen drauf früher und am Nachmittag drauf sich ernähren, finde ich das so schöne Geschichte. Die prallen die zwei Welten aufeinander und das sind halt die zwei Welten, die ich verkörpere. Und mich steht es genau gleich nicht, wie wenn ein Donald Duck-Heft irgendwo liegt, wie es mein Sohn nicht steht, wenn ich irgendwo meine Kunst- oder Lifestyle-Hefte liege. Wir leben hier als eine Familie und das ist mir auch ganz, ganz wichtig so. Was auch spannend ist, immer wenn ich im Ausland bin, dann freue ich mich extrem, wieder heimzukommen. Und natürlich sicher in erster Linie auf meine Familie, Frau und Kind, aber auch sehr auf die Schweiz und die Rühe, weil ich vermisse die Rühe in Pol. Und spannend ist, wenn ich dann eine Woche, 10 Tage am Stück mal in der Schweiz bin, dann kribbelt es unheimlich und dann freue ich mich wahnsinnig, an den Flughafen zu gehen und wieder irgendwo her wegzufliegen. Also ich habe wirklich die zwei Pole sind sehr tief in mir drin. Ich liebe die Schweiz über alles, aber ich kann nicht zu lange in der Schweiz sein. Also dann zieht es mich, dann habe ich wieder Fernweh. Ich bin hier am Flughafen, wie so oft. Die Schweiz die habe ich hier im Herzen. Und jetzt geht's auf Berlin. Kommt mit! Komm mit und fahrt ins Abenteuer, es ist egal, wo es geht. Jeder von uns hat seine eigenen Wege und wir wollen sie alle gehen. Es gibt keine bessere Art für mich, dir zu zeigen, wer du bist für mich. Egal, wo wir auch hingehen, es ist dort, wo wir wollen sein. Mach die Augen. What am I?
Ja, das ist schon speziell. Wir sind jetzt hier in Berlin an der Fashion Night Out von der Vogue. Hier etwas Glamouröses. Und natürlich hier bei den Schweizer Kollegen. Und ja, jetzt hat man einen Deutschen, den Pierre, sogar einen ehemaligen Dschungelkönig. Wir also alles so das Raclette gestrichen. Das ist doch etwas Sensationelles hier in Berlin, oder? Mein Name ist Markus Hennig. Ich bin Anwalt und Geschäftsmann, würde man wohl heute sagen. Ich habe viele Jahre in der Modeindustrie gearbeitet, viele Jahre für Wolfgang Job. Der Adrian ist ja nicht nur ein guter Freund, sondern auch mein Geschäftspartner. Ich würde es mal so sagen, neben seinem besonders charmanten Wesen und seiner besonders charmanten Aussprache ist das vor allen Dingen seine Zuverlässigkeit, seine Präzision, etwas, was ich mit der Schweiz verbinde oder wir hier in Deutschland sehr intensiv mit der Schweiz verbinden. Und dann ist das seine besondere Form des freundlichen Nationalstolzes. Also das kann man auch noch steigern. Wenn es um seinen Kanton Wallis geht, da geht nichts runter. Ich gehe zwischen diesen zwei Welten hin und her jonglieren und ich bin in beiden Welten daheim und fühle mich in beiden Welten sehr, sehr wohl, weil ich bin Schweizer und ich habe die Bodenhaftigkeit und das Urchige. Und wenn wir jetzt hier in diesem Glamour sind, wunderschöne Leute, Tiefbrezler und Champagner, bin ich nichtsdestotrotz immer noch der Adrian aus dem Wallis, wo ich herkomme und auch wenn ich in die ganze weite Welt umherreise. My sweet, my sweet.